gleich, meine lieben Freunde. Und bei YouTube. Bis morgen, bis zum nächsten Part. So. Weiter geht's. Ich muss immer kleine, kurze Parts machen, um dafür zu sorgen, dass ich bei YouTube die Sachen auch noch hochladen kann. Hier ging es hier rum. Slam the door. Zweimal ein guter Smiley, einmal ein böser Smiley und einmal so ein schräger Smiley. Haus. Ja, muss sie hier sein. Aber wo? Wo soll die dritte Hand sein? Das erste Mal, dass wir uns ein bisschen stehen bleiben. Sonst konnten wir alle Rätsel relativ gut lösen. Slam the door. Irritiert mich natürlich auch komplett, ne? Welche Door sollen wir denn hier slammen? Und so fucking dunkel. Kaum was siehst. Hier ist noch was. So ein Bolzenschneider, Alter. Wir bräuchten wirklich so ein Bolzenschneider. Alter! Verarschen kann ich den doch nicht. Fuck it, Mann. Wir müssen nach einem scheiß Bolzenschneider suchen, dann könnten wir nämlich. Wir haben uns alle angeguckt. Ich glaube. Mal wirklich, wir müssen noch mal ganz zurückgehen. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen, was uns hier hilft. Weil. Uns fehlt halt eine Hand. Aber wir gehen mal zurück.
Ja, und dem Dildo ist auch keiner. Sie hat auch keine Hände. Also keine goldenen. Ha. Lull. Keine Ahnung, Mann. Ich dachte, ich verstecke mich da kurz und rauche mal ein Kippchen auf, Alter. Was ist denn los, Mann? Was ist denn los, Mann? Oh. Ja, bei 3 Stunden machen wir den nächsten Part. Beziehungsweise, wenn ich die 3 Hände gefunden habe. Oh, scheiße, sag mir jetzt nicht, ich muss... Ne, wir haben die Hände noch. Die leben alle wieder, oder was? Auch der hier, oder was? Nee, oder? Hm. Ganz komisch. Wir gehen mal wieder hoch. Also dafür, wenn ich halt von irgendwelchen Entwicklern Spiele umsonst bekomme, sind die Spiele meistens halt wirklich relativ kurz. Aber hier... Oh, falsche Taste. Hast du wirklich sehr viel zu tun. Und wir haben eigentlich theoretisch noch so eine X-Tür. Hier müssten eigentlich die Hände ran. Folgt mir nicht, der Dicke, oder? Ein Bolzenschneider würde mir unten weiterhelfen. Nee, Leute. So richtig haben wir nichts. Dann gehen wir nochmal hier immer runter. Hier war ja auch der Dicke, der... Kevin, Alter. Achso, hier. Das Problem ist,
Frage ist, ob ich überhaupt einen Bolzenschneider hier finden kann. Ja, nee. Kann gucken, ob ich hier noch irgendwie eine Kammer öffnen kann, aber sieht mir nicht danach aus. Scheiße. Ey, wir haben die ganze Zeit, haben wir nicht irgendwo gestuckt, Alter. Jetzt hängen wir hier bei dem Rätsel fest. Wahrscheinlich haben wir einfach nur die Hand übersehen. Die muss ja auch im Schlachterhaus sein. Wenn hier von den Tipps links über mir steht hier. Was ist denn das hinter mir, Alter? Achso, ist meine Hand, Alter. Alter. Das drehe ich selber schon mal ein bisschen durch. Finde die drei goldenen Hände. Finde die drei goldenen Hände. Im Schlachterhaus. Alles klar, dann machen wir das einfach. So, hier waren wir noch gar nicht gucken. Doch, hier ist ja der Raum gewesen. Doch, hier war der Raum. Lieber durchdrehen als umdrehen. So, mehr als los, Bruder. Okay, gut. Ist egal. Ja, die Sache ist halt, dass hier so viele Kisten sind, die du eigentlich nur mit dem Bolzenschneider öffnen kannst. Wir haben halt den Bolzenschneider nicht mehr, was mich ein bisschen ärgert, weil eigentlich hieß es ja, wir kriegen die Sachen zurück. Und meinte der eine Typ ja. Dadurch, dass du hier alle verpixelt hast, siehst du auch nicht richtig, wenn irgendwas wirklich leuchten sollte. Da noch irgendwo eine goldene Hand irgendwo drin steckt. Naja. Wir ziehen erstmal den Schrank nochmal zurück. Wir gehen mal kurz da nach unten. I don't get it, Alter. Wo ist diese letzte verfickte Hand? Was ist das denn für ein Pack, Alter? Was ist das denn für ein Pack, Alter?
Okay. Ist natürlich auch geil. Das greift der Typ mich ja nicht an, den kann ich eigentlich machen, wo ich will. Das Problem ist halt, Scheiße, Mann. Jetzt haben wir fast einen ganzen Part hier, 20 Minuten damit verbracht, einfach nur dumm rumzulaufen. Und eigentlich haben wir nichts gelöst. Aber dafür werde ich den Discord-Server von den Entwicklern joinen. Und den das Video schicken, wo der Bug drin ist. Dass der Typ verbuggt ist und dich halt irgendwann nicht mehr angreift. Das Problem ist halt, im zensierten Modus lenkt dich diese ganze zensierte auch ab. Kannst dich halt nicht auf das. Keine Ahnung, also Leute, was soll ich machen? Ah! Alles klar, alles klar, alles klar. Oh, lol, Alter, dass ich davon nicht. Wenn das jetzt wirklich die Lösung ist, dann. Nice, wir haben alle drei Hände. Gott sei Dank. Raus jetzt hier. Oh. Mann, bin ich blöd, Alter. Wir hatten doch schon den Hinweis. Wir hatten doch schon den Hinweis, Mann. Yeah, I'm afraid to think of what those motherfuckers might have done to Lily. So, dann machen wir hier auf jeden Fall Pause, wenn wir diese drei goldenen Hände gefunden haben.